Willkommen zu einer neuen Aufnahmesession Amnesia. Letztes Mal wurden wir gefangen genommen. Ich mach das gerade mal ein bisschen leiser, weil sonst... So, wir müssen hier raus. Da hing ich das letzte Mal schon. Warum nicht? Ah, hey. Hey, du hast dich doch gerade bewegt. Ich hab's genau gesehen. Fuck. Das gibt's doch gar nicht. Nein, da passt doch nicht durch. Naja. Ist hier noch was? Ist hier noch was? Nö. Well, that sucks. Ich könnte jetzt auch bald wiederholen. Please work. That would be so nice. Ist nix zum... For real, huh? Oh Gott! Don't surprise me like that, sucks dicks. Okay. Also, jetzt sind wir zumindest aus unserem Verlies raus. So, bis zum nächsten. Toll. America, fuck yeah. Vielleicht ist hier was. Nee, hier ist nix. Gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um. Ich würde sagen, wir gucken erst die Dinger an. Ah, ich habe ein bisschen Kopfweh, Entschuldigung. Wie viel ist das? Nicht viel. Es gibt... Letzte Notiz des Gefangenen. Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Ich schreibe nur, um mich nicht noch einmal an die Geschehnisse der letzten Tage erinnern zu müssen. Wenn ich Glück habe, schlafe ich ein und die Zeit wird mühelos vergehen. Ich habe begonnen, mich von meinem Gefängnis zu entwöhnen. Als ich hierher kam, fühlte ich mich zuerst wie in einem Grab, aber jetzt fühle ich, dass mir diese Wände Trost spenden. Solange ich hier drin bin, fühle ich keinen Schmerz. Die Wände schützen mich vor dem, was draußen geschieht. Ich habe sogar gelacht, als einer der Wärter seinen Schlüssel auf die Rohre fallen ließ. Es gab mir eine Sekunde lang die Hoffnung, dass ich hier rauskommen könnte, wenn ich ihn nur von hier aus erreichen könnte. In meinen Träumen, Alexander, bin ich König. In meinen Träumen besiege ich dich und entgehe deinen Clown. Ich kehre mich... allen Rittern des Reiches zurück. Ich kehre mich allen Rittern des Reiches zurück und sie tragen Pistolen und Säbel in meinen Träumen. Ich versuche ein bisschen mehr zu trinken, damit ich... Vielleicht habe ich deswegen Kopfweh. Kann alles möglich sein. Ah, machen wir schön die Tür zu. Wow. What? 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 Well, hello there. Sexy. Penis. Na gut. Fängt das wieder an. Ich schlag mir die Türen gegens Gesicht. Oh, ein Eimer. Oh, fuck, hier ein Eimer. Hallo. Give me that. Please. Give. Thanks. Okay. Oh yeah, cool. Wir müssen uns aber erst hier... Das ist...
das ist falsche Richtung, ne? Wenn wir uns beeilen, kriege ich es heute noch fertig. Sehr unwahrscheinlich, aber mit viel Glück und Beeilung. Water! So. Mach ich wieder hoch. Oh yeah. Wasser im Aufbogen. Fuck yeah. Boah ja, wir haben ja einen Schlüssel gefunden. Let's go. Alright, alright then, alright, I'm leaving, oh my god, are you joking? Well, that sucks! Oh scheiße, natürlich Hektik. Oh, ich hasse es. Ich hab doch schon Kopfweh. Oh fuck. Ich hasse sowas. Oh, komm mal gut. Das hat so voll geschossen. Oh, please don't. Oh my god, are you joking? Na 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 na. Oh god. Als Hazel 15 wurde, hatte sie 3 Jahre länger gelebt, als Dr. Tate vorhergesehen hatte. Ihre Eltern hatten vor Erschöpfung aufgegeben und sich entschlossen, sie für eine dauerhafte Behandlung ins Hospiz in Canterbury einliefern zu lassen. Aber sie war noch immer am Leben. Sie umarmte ihn und wünschte ihm ein großartiges Abenteuer in Algerien, nicht in Allergien. Close enough. Ah, cool. Also das haben wir jetzt überlebt. So ein bisschen. You serial? Och scheiße, Daniel. Fuck, nein, ich hab doch... Alexander wurde still. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Er konnte seinen auf der Kutsche sitzenden Freund nicht mehr wiedererkennen. What happened? Nein! Oh, bitte, bin ich jetzt nicht woanders. 18th of August, 1839. Tonight, we will unlock the power of the orb and ultimately banish the shadow hunting me. I feel it closing in on me and I fear for my life more than ever. Just outside Altstadt lies a small settlement where Zimmermann, a dairy farmer, lives with his wife and 3 children. The coach went there. Our visit was unexpected, and Alexander was able to strike Zimmermann down without alerting the others. Aww. As he went to take care of the farmhands, I began to look for the children. We should have more than enough prisoners to finish the ritual now. Nein! Ah. Ich wurde doch... Das Weinen hatte aufgehört und er konnte ein Flüstern aus der Zelle hören. Sie führten etwas im Schilde und er musste sie bestrafen. Natürlich, wie würdest du reagieren, wenn du entführt wirst? Du würdest auch planen, wie du rauskommst. Hallo? Was? What? Gut jetzt, ja. Ist ja kapiert. Oh! Hey, hier waren wir, ne? I remember. Ja, das sieht nicht so aus, ob es weitergehen würde. Ah! Fuck, ich wollte die Laterne nicht anmachen.
Aber ich sollte sie anmachen, ne, damit ihr mehr seht. Hier geht's runter. Ich denke mal, hier müssen wir lang. Ja, stimmt, wir müssen ja zum Altar und dann die Kugel zusammensetzen. Aber zuerst versuchen wir mal das Tonikum zusammenzumischen. Dann machen wir das Special Ending. Was Special ist. Wer macht keine Special Endings? Oh Gott, ich hasse das, wenn das passiert. Das erschreckt mich immer so. Nun gut. Also, hier brauchen wir das Blut. So. Hier brauchen wir den Knochen. Gib mir das. Thanks. Dann kommt das dahin. So. Hallo? Und ja, danke. So. Gif! Thanks. Okay. Und hier brauchen wir... Weed, nein. Das. Ich frage mich auch, wofür wir das Wasser brauchen. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Ich sitze immer so verkrümmt da. Ich sollte mich irgendwie so... Ah, das geht aber ins Kreuz. Okay. Da brauchen wir noch eine... Dad, I thought I'd lost you. The castle trembled and I could hear the chancel collapse. The laboratory might be accessible now. Ja, da war ich doch gerade. Oh, scheiße. Gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Hier sollte die Dingssäge sein. Aua! Yeah, die Knochensäge, ne? Ja. Natürlich nicht. Warum auch? Könnte uns ja interessieren, was dahinter ist. You did it. Thank goodness. Now, pay attention. First, beam me the top one. And then you... Yeah. Quickly! Off! Yeah, okay, here. Yeah. Bam. Normalerweise braucht das doch... Ah, toll, ja. Jetzt habe ich mich gepiekst hier. Scheiße! Jetzt kriege ich... fucking Tetanus. Ich weiß ja nicht mehr, ob ich geimpft bin! Ist Daniel geimpft? Ich weiß es nicht. Ha! Eine der wenigen Male, wo ich mir die Tür nicht... Wir gehen jetzt auch wieder durch. Tschüss! Wenn Alexander nicht gewesen wäre, wäre er jetzt noch unschuldig und würde genauso unschuldig sterben. Das Bild ist cool. Nun gut, ich glaube, hier machen wir einen Schnitt. Dann gibt's auf wahrscheinlich nur noch eine Folge. Genau eine Folge, probably. Nee. Ja, machen wir hier einen Schnitt. Ich stelle mich da unten hin. Hier. So. Okay. Danke fürs Zusehen mal wieder. Ich hoffe, es war einigermaßen unterhaltsam und nicht allzu langweilig. Mir geht's halt nicht so gut. Es ist auch gerade mal 9. Deswegen, ich habe heute ein bisschen früher aufgenommen, weil Kopfschmerzen. Nun gut. So wie immer.